Blub, blub, Leute, willkommen zu diesem kleinen Angezockt von Between the Stars. Ich bin Gary the Gamrit und hier seht ihr eben jenes Spiel und ich habe das bekommen vom Producer von Isolated Games. Das ist der Entwickler dahinter. Und die wollen bald einen Kickstarter zu diesem Spiel machen und schicken deswegen die Demos raus und ich habe auch eine bekommen. Und wir schauen uns das mal an. Ich habe die Demo schon einmal durchgespielt, den Prolog dieser Story in Anführungszeichen. Das ist ein ziemlich gutes Spiel und ich möchte euch gleich zeigen, warum. Und warum man es vielleicht sogar unterstützen sollte, wer weiß. Wenn ihr das dann möchtet und sowas, Link dazu. Kickstarter Campaign ist noch nicht online, also kann ich es leider noch nicht in die Beschreibung packen. Ich werde gucken, wenn ich es mitbekomme, dass sie online ist, dass ich es dann reinpacke. Aber zumindest der Discord von denen, von Isolated Games, den werde ich in die Beschreibung packen. Und da könnt ihr dann joinen, wenn ihr möchtet und euch weiter informieren möchtet. Die Entwickler werden da sicher euch noch einiges zu erzählen haben. Und dann kriegt ihr sicher auch mit, wann die Kickstarter-Campaign losgeht. Sonst noch irgendwas vorher zu sagen? Ich glaube nicht. Es geht direkt ein bisschen actionreich los, deswegen will ich vorher den ganzen Kram erstmal abhandeln, damit wir uns voll auf das Geschehen konzentrieren können. Ich könnte noch sagen, der Control Scheme ist ein bisschen anders als normal. Es ist momentan nur Tastatur, weil es ist halt ein Kickstarter-Demo. Also es ist ja noch nicht wirklich alles da. Es ist mehr so ein Proof of Concept. Und es ist ein bisschen anders, weil man zum Beispiel mit Q und E nach rechts und links geht, anstatt sich zu drehen. Man ist spielt in einem Schiff. Und das ist ein bisschen anders. Das würde ich meines Empfindens nach gerne ändern, aber ich kann leider noch nicht, weil das ist noch nicht möglich. Aber ja, man gewöhnt sich dran. Das kann ich zumindest sagen. Sonst, es funktioniert super und wir schauen uns das jetzt einfach mal an und schauen, was das für eine Story ist. Es ist ein Roguelike-Game, also wie FTL zum Beispiel. Man kann verschiedene Sektoren ansteuern und sowas, das sehen wir auch noch. Aber es hat auch ein bisschen Story dahinter. Ein bisschen mehr als FTL. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel im Prolog. Schauen wir uns das einfach mal an. Wir nehmen Jane Scott als Captain. Finde ich gut. Wir haben die Möglichkeit zwischen männlich und weiblich und I don't know. Nehmen wir weiblichen Captain. Ist lustig. Gut. Jawohl, das sage ich besser gleich erst. Es gibt Lootboxes in diesem Game. Das sehen wir gleich noch. Aber diese sind nicht Paid Content. Also man kann... lustig über dieses Lootbox-System, habe ich so das Gefühl. Zumindest wie das präsentiert ist und das sehen wir gleich. Das ist ganz interessant gemacht. Aber sonst, es gibt hier verschiedene Einflüsse von zum Beispiel X und ähnlichem, die ich ziemlich gut finde. Ja, und wir starten direkt mitten in der Action. Und sieht einfach gut aus, Leute. Okay, das ist die UI, zumindest wie sie momentan existiert. Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen meine Mausgeschwindigkeit runterschrauben, damit es nicht ganz so schnell ist. Wir sind ziemlich beschädigt, ja. Das ist nicht so geil, aber es passiert. Ja, und mit dem Mausrad kann ich vorwärts und rückwärts bewegen. Das sieht man hier unten. Die grünen Punkte sagen Vorwärtsbewegung. In vier Increments und die roten sagen Rückwärtsbewegung in zwei Increments. Also man kann sich nicht so schnell rückwärts wie vorwärts bewegen. Genau, mit Q und E kann ich mich nach rechts und links drehen, das habe ich schon gesagt. Finde ich ziemlich strange. Ich hätte das lieber auf W und S, womit man, auf A und D meine ich nicht W und S, womit man halt rollt. Und das finde ich ist genau inverted zu normal, aber ich hoffe, das kann man dann später auch mal ändern im richtigen Spiel. Und ja, mit W und S gehe ich nach oben und unten und mit der Maus steuere ich den Turm. Oder beziehungsweise alle Türme, wie man sieht. Was das für welche sind und sowas, das sehen wir später noch. Ich kann mit den Pfeiltasten die Energie auf alle Waffen umleiten, wenn ich nach oben drücke, wenn ich nach links drücke auf meine Antriebe, wenn ich nach rechts drücke auf meine Schilde. Ich kann die Verteilung ändern und sowas. Das ist ziemlich geil, ich liebe sowas. Das erinnert mich immer an Starlancer und Starlancer war ein unglaublich geiles Game. Dass ich gerne wieder hätte. Mit X kann ich nach hinten sehen. Und sehe dort, dass... Ja, ich mach's immer falsch, ne? Dass wir verfolgt wurden. Werde jetzt das Schiff drehen. Also wenden. Um meinen Gegnern zu begegnen. Okay. Und ich kann einfach normal auf sie feuern. Aber ihr seht, links neben meinem Fadenkreuz so eine rote Anzeige, die sagt, dass meine Waffen...
Energie ausläuft. Das ist ein bisschen mehr, als wären sie überlasten, aber eigentlich ist es die Waffenenergie, die dann zu weit runter geht. Warte mal, ich gehe mal voll auf Waffen und Schilde. Ja, genau. Ah. Okay, you're dead. Mit X kann man halt nach hinten gucken. Ist auch ein bisschen komisch, dass es nicht mit der Maus geht, aber ich schätze, sie wollten sich nicht mit Quaternions rumschlagen. Ihr seht, unsere Schilde halten gut. Momentan noch, das wird sich später ändern. Ich habe aber noch eine extra Waffe. Ich habe die Atombombe, Atomrakete, die ich feuern kann. Und seht ihr sie, wie sie explodiert? Moment. Ich habe sie noch nicht gefeuert. Ah, jetzt habe ich sie gefeuert. Da seht ihr sie fliegen, da oben, seht ihr? Und die folgt meiner Maus. Und wenn ich auf dem Schiff bleibe, dann... Goodbye, Schiffchen. Ah, sie versuchen sie abzuschießen, aber schaffen sie nicht. Nice. Wobei Atomraketen im All nicht so die Wirkung zeigen, weil die mehr in der Atmosphäre verheerend sind. Ja, optional steuert die Nuklearrakete, um feindliche Schiffe zu vernichten. Ja, das haben wir gerade schon gemacht, das hat aber nicht registriert, ist klar. Werden wir dennoch nochmal machen. Das ist einfach, weil es Spaß macht. Ich liebe diese Waffe, die ist mega. Ja, wir haben Nuklearraketenwerfer. Wir sehen gleich noch, was unser Schiff ausmacht, denn Inventory Management gehört auch ein bisschen zum Game. Beziehungsweise Ausrüstung craften und Leute heilen und sowas. Wir haben auch mehrere Leute auf unserem Schiff, die verschiedene Aufgaben übernehmen können und auch Forschung betreiben können und sowas. Ziemlich, ziemlich cool bisher, die Systeme. Noch nicht ausgefeilt natürlich, aber was wir mal warten. Ich meine, es ist ja erst Kickstarter, der da kommt. Und hoffentlich wird das noch ausgefeilter. Na komm, Atomrakete, seht ihr, und. Bam! Goodbye, my friend. Links sind anscheinend auch noch ein paar Gegner. Das optionale Ziel haben wir jetzt erfüllt. Ich kann auch, ihr seht, bei der 1 hier unten habe ich noch eine Waffe. Und zwar ist das, dass ich die Energie ausschalte, die ich für meine Waffen brauche. Und wenn ihr jetzt seht, ich habe es eingeschaltet mit der 1 und ich kann unglaublich lange feuern. Das ist super geil. Oh, warte mal. Was mir gerade auffällt, der Sound ist ein bisschen leise. Und zwar, ich glaube, das ist die Effektlautstärke, die da mitspielt. Warum die Sprache so leise ist. Weil ich kann, wie ihr seht, nicht die Sprache einzeln... Okay, Bug. Einzeln einstellen. Aber ja. Jetzt gibt's ein cooles System, nämlich wie wir looten. Das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Wir können jetzt feindliche Schiffe plündern, indem wir nah ranfliegen. Und dann mit der Feuern-Taste praktisch... deren Loot auswählen. Der Loot ist immer mit dem roten Punkt gekennzeichnet, wie ihr gerade seht, und dann erscheint so eine Hand. Wenn ich die Maus gedrückt halte, linke Maustaste. Okay, sagt der nicht noch was? Normalerweise würde es was sagen. Aus irgendeinem Grunde sagt jetzt niemand was dazu. Normalerweise kommt dann, we discovered a rare loot crate oder sowas. Schade, dass er das nicht sagt. Was ist das denn für ein Bug? Sie haben ein bisschen rumgepatcht, seit ich es gestern gespielt habe. Und ich kam aber noch nicht dazu, das aufzunehmen gestern, deswegen nehme ich es jetzt erst auf. Und vielleicht haben sie da irgendwas gebuggt, I don't know. Aber deswegen meinte ich mit der Präsentation, denn, ja, wir haben Loot Crates. Und die sind auch so wunderschön gemacht wie in anderen Games. Allerdings kann man die nicht für echt Geld kaufen. Das ist einfach mehr, soll wohl mehr so ein Statement sein, so eine Verarsche. Und das finde ich eigentlich ganz lustig. Kann man sehen, wie man will natürlich. Ich müsste die auch nicht haben, also wäre im Grunde mir egal, ob das jetzt eine Crate ist in meinem Inventar. Oder ob ich die Sachen einfach direkt erhalte. Ja. Aber es ist halt eine Designentscheidung, ne? Und es ist ja zumindest ein schöner Effekt. Wer weiß, ob der drin bleibt, by the way. Also es kann natürlich sein, dass sie den auch wieder, dass sie das wieder rausnehmen. Wir haben zwei Corpses, Pierre Rousseau und Marcelo Pessanha. Die belagern unser Inventar. Also wenn jemand stirbt von unseren Leuten, dann liegt der im Inventar rum und wir müssen den beerdigen lassen auf einer Station. Das ist wahrscheinlich auch Inventory-Management-mäßig eine interessante Entscheidung, weil je mehr Leute sterben, desto schlimmer wird das und desto mehr Raum muss man freimachen für die. Vielleicht kann man die auch irgendwann rausschmeißen. I don't know. Ich kann rechts- und linksklick nichts machen. Auch mittlere Maustaste oder so. Also ich kann sie jetzt nicht einfach irgendwie rauswerfen oder so. Ich kann es auch nicht in mein System integrieren. Das wäre auch lustig. Wir haben verschiedene Systeme, die grünen und die roten Systeme. Rote Systeme sind immer Waffen. Grüne sind so... mehr defensive Waffen und rot sind aggressive Waffen, wie zum Beispiel unser Nuklearraketenwerfer hat verschiedene Stats und sowas, das kennt man ja.
Wir haben eine Flak gerade drin, wir haben Abfanglaser drin. Die sind autonom. Die hier kann ich steuern. Alles, was rot ist, kann ich steuern. Alles, was grün ist, ist entweder eine dieser Sachen, dieser Fähigkeiten, die ich einsetzen kann. Obwohl, das ist auch der Nuklearraketenwerfer. Oder aber es ist autonom. In dem Falle Abfanglaser fangen Raketen ab, sind autonom. Flak fangen kleinere Schiffe ab, sind auch autonom. Oder auch Raketen. Dann haben wir hier die Ingenieurwerkstatt, Verschrottungswerkstatt, Lazarett, Forschungslabor. Das wird uns alles gleich noch gezeigt, deswegen werde ich darauf nicht so nah eingehen. Aber man kann Sachen bauen, Leute heilen, forschen und so weiter. Und hier ist unsere Crew. Und ist unser Ingenieur... Oh, er hat einen verfügbaren Punkt. Das ist ja lustig. Das hatte ich noch nie. Reduziert Herstellungszeit. Ja, rüst lieber Systeme auf. Go. Okay, cool. Wir haben zwei Spezialisten, zwei Ingenieure und zwei Wissenschaftler. Mehr als beim letzten Mal. Vielleicht sterben da noch welche von, kann sein. Und das ist unser Captain. Und wir haben zum Beispiel Veteranen. Wir erhalten mehr XP für die Crew. Wir haben rüstungsdurchschlagende Munition, also mehr Schaden an Hülle, automatisiertes Nachladen. Wir sind schießwütig. Wir schießen schneller, aber verlieren Genauigkeit. Und wir haben leichte Waffen. Wir nutzen weniger Energie, machen aber auch weniger Schaden. Man kann sich schon denken, dass unser Captain nicht lange existieren wird, wenn er so gute Stats schon hat und Attribute und was weiß ich hier an Upgrades und so ein Blödsinn. Oh, Glück kann man die Situation beeinflussen. Ich habe keine Ahnung, was diese Sachen hier alle machen, aber cool. Sehr lustig. Aber ja, unser Captain wird wahrscheinlich nicht lange existieren. Und unsere Aufgaben, ja. Hier sehen wir auch noch unsere Kickstarter-Möglichkeit. Aber da steht noch nichts hinter. Habe ich schon nachgeguckt. Ist nichts. Okay. Ja, aber ich will erst noch looten. Alright. Mai, what's our current position? Wehe, lass mich nicht looten. We are currently in the Phalanx 6 sector. It is on the outskirts of the Interstellar Republic's headquarters. We should be able to reach it using our drive engines. Preparing warp drive. Und ich liebe es, wie gesagt, dass man diese, ja, wir können eh nicht warpen. Ich liebe es, dass man diese Energiedistribution ändern kann und sowas. Das ist mega cool und wie gesagt, erinnert mich sehr an Starlancer, ein Spiel, das ich absolut geliebt habe früher. Und wo ich mir wünsche, dass sie es vielleicht sogar remaken, das wäre mega. Sie müssen echt nicht viel dran ändern. Einfach nur ein bisschen anhübschen und der Rest... Ja gut, ein, zwei Sachen noch. Die KI können sie verbessern, die war nämlich nicht so geil. Und ein paar Missionen überarbeiten, die waren ein bisschen unfair. Wenn man nicht exakt wusste, wo wer wann auftaucht und so. Und das ist immer so ein bisschen doof. Aber ein geiles, geiles Game. Und weiß ich nicht, ob sie sich wirklich daran orientiert haben. Ich habe zumindest keine Message davon erhalten, dass sie das getan haben. Und die anderen Einflüsse kann ich auch nur erahnen. Ich habe eine relativ kurze Message vom Producer eigentlich nur erhalten. Weil ich FTL und sowas mag, dass ich das bekomme, dass sie mich deshalb da einbezogen haben in die Leute, die es bekommen. Ja, halt das Übliche, ne? Und wie gesagt, aber es hat für mich viel von X und das sehen wir noch gleich warum. Ja, viel nicht, aber ein bisschen. Es hat ein bisschen Einflüsse davon. Viel nicht, weil es ist keine Wirtschaftssimulation, das hier. Anders als X, das eine Wirtschaftssimulation ist. So, jetzt haben wir die ganzen anderen Loot Crates auch noch. Sie haben definitiv den You found a common Loot Crate oder sowas rausgebracht. Rausgenommen, haben sie definitiv. Das war nämlich, als ich es zuerst gespielt habe, überall. Schade eigentlich, ich fand das irgendwie ganz lustig und hat noch mehr unterstrichen, dass sie das mehr als Witz meinen. Okay, wir kriegen hier ein bisschen Kram. Wir können auch Ausrüstung bekommen. Und seht, man kann das auch ein bisschen schneller machen. Ich wünsche eigentlich, dass ich doppelklicken könnte drauf und dann würde das aufgehen. Und dann wäre das schon, wäre dann alle Sachen da. Gut, wir sollen unseren Warp-Antrieb nutzen. Wir fliegen vielleicht gerade mal so ein Stückchen weg hier. Aber wir sehen schon, ein Triebwerk von uns ist zerstört. Und unser Schiff im Ganzen ist ziemlich beschädigt. Ein sehr schönes Schadensmodell, meiner Meinung nach. Man sieht hier überall hier so an den Seiten Schäden. Und vor allem hier halt. Ja, drücken wir mal M. Ich werde erstmal wieder die Distribution ändern. So. Das hier ist die Map, die ist jedes Mal autogeneriert. Jeder einzelne Sektor ist autogeneriert und wir können keinen dieser Sektoren besuchen, weil das ist natürlich nur die Prolog-Demo. Und was die Story betrifft, da kommen wir gleich noch drauf. Also das wird in dem nächsten Part wahrscheinlich folgen. Ich werde wahrscheinlich drei Parts hier draus machen müssen, Leute. Seht's mir nach. Aber 30 Minuten mit 60 FPS reicht, weil... Oh mein Gott, dauert das lang zu rendern. Wir können die Kamera auch bewegen. Sehr schön. Ein bisschen ungebremst das Ganze. Also, oh, da müssen wir an der Beschleunigung noch arbeiten, weil... diese Autobeschleunigung bin ich nicht so für. Wo war ich denn überhaupt jetzt? Weil ich jetzt auch nicht mehr finde, wo ich bin. Da hinten. Also, wir sind hier in Thama 6. Hier sind wir gestrandet praktisch, unser Startsektor.
Und wir müssen jetzt zum Tasset Stellar Sector. Ja, reich an Protonit. Gehen wir mal hin. Warp Drive Engine damaged. Jump impossible. Ja, wer hätte es gedacht? Mai. Which is the closest space station in this sector? It's the trade station and Antares Port. Okay. Ja, da müssen wir hin. Set in the coordinates. Coordinates set. Also wir, zur Story ein bisschen. Wir sind republikanischer Kapitän, also Interstellare Republik, meine ich, heißt es. Wir können jetzt Leertaste drücken, dann haben wir so einen Antrieb innerhalb des Sektors, damit wir schneller vorankommen, was ziemlich cool ist. Hat so ein bisschen was von Starpoint Gemini. Wir sind republikanischer Kapitän und zwar ein Sklavenhändler. Oh nein, ich wollte nicht B drücken. Ja, man kann Bug Reports senden. Situation Report on Antares Port. Seht, es lädt auf und zap. This station serves as a crucial hub for business tycoons and mining sector speculators. It has a large port specialized for trade freighters that return full of materials from mining settlements. Cool, wir haben voll die Funken an uns, die wir sprühen. Das beste Suppenrezept haben sie, auch wie schön. Ja, es ist Deutsch, auf Deutsch gestellt, Leute, aber es ist natürlich nicht alles übersetzt, weil Kickstarter-Demo, Leute. Jetzt kommt das bisschen, was ich meine, dass es mit X zusammenhängt. Ich wollte aber noch kurz sagen, wir sind ein republikanischer Kapitän. Captain Scott wir from the 5th Republic sind, Fleet here. Jaha, sie ist die 5. republikanische Flotte. Station Control Tower here. Dock at the assigned bay. Over. Ja, machen wir, danke. Cool. Receiving coordinates. Establishing communication. Docking protocol prepared. Und das hat ein bisschen was von X und, wie hieß es? La Elite? Elite Dangerous, ja. Dass man nämlich auch wirklich hier physisch docken muss an der Station. Was ein bisschen nervig werden kann mit der Zeit. Ich kann verstehen, warum sie das machen, aber ich würde sagen, außerhalb des Kampfes sollte man auch anders docken können. Wenn man nicht gerade in Combat ist. Genau, so. Wir können uns jetzt noch ein bisschen ausrichten, aber so sollte reichen. Okay, jetzt docken wir automatisch. Wie gesagt, wir sind republikanischer Kapitän, wir waren hinter Sklavenhändlern her und haben aber wichtige Informationen gefunden, die wir noch nicht entschlüsseln konnten und da sind wir gerade dran. Wir sind dann von denen weggejagt worden, das erfahren wir aber noch. Ich werde das hier vorlesen, weil es ist nicht so viel. You discover a great commotion around the freighters on the station when you exit your ship. You hear shouts from all angles and merchants bidding ever increasing numbers of our merchandise. Your crew and yourself leave the freighters behind and search for a repair workshop. You find yourself looking at the neon lights when someone bumps into your shoulder. You look down. Ouch, that hurt. It's a scruffy young woman who begins to collect spanners and metallic objects of all sorts she had on her as she tries to steady herself. Wir können jetzt mehrere Sachen geben, aber ich sage jetzt so, don't worry, are you hurt? No, it was my fault entirely. Oh, excuse me, Captain, I'm sorry. My name is Susan. I'm the head of the Pulsar ship repair workshop. What can I do for you? Actually, we were just looking for a repair shop for our ship, weil unser Antrieb ist hin und wir sprühen Funken überall hin. You walk together to the docking bay where your ship is located. Susan drops her eyes incredulously. Oh Gott, die Wörter heute, ne? Heute Moin. No way! A KP-564SC warship. It's completely totaled. How did you manage to... Susan sighs deeply. Alright, we can do it. But it won't be cheap or easy. The repair cost highly exceeds your credit account. After negotiating, you agree to handle a series of tasks for her in return for payment. In the meantime, they shall give you a completely operational ship. Also wir kriegen jetzt gerade ein anderes Schiff. Unser Schiff bekommen wir wieder, sobald es repariert ist. Dann müssen wir aber erst diese anderen Tasks machen. Und dann, ja. Wir kriegen jetzt... Ja, das sag ich gleich. Susan, do you know where we can find the transmission room? Of course, Captain. There's a transmission bay in the next district over. I can show you the way. Large space stations often have a transmission system highly superior to that of normal ships, allowing for cross-sector communications. Das macht auch Sinn, weil ein Schiff hat nicht so viel Platz. Vor allem militärische Schiffe brauchen den Platz für hardcore-starke Antriebe und unglaublich große Waffensysteme, damit sie überhaupt nicht... Ich meine, die brauchen nicht unbedingt so viel Kommunikation. Die brauchen minimale Kommunikation, damit sie sich verständigen können mit der Flotte oder sowas und dann Befehle erhalten können. Aber keine, nicht unbedingt Cross-Sector Communications. You walk through the station until reaching the transmission bay, where you encounter two guards. After identifying yourself, you are allowed to pass and spot the transmission crew busily sending coordinates and data to nearby stations. You are granted a terminal in order to send a situation report to the Republic, perform the transmission.
Captain Scott here. We're transmitting from the Anteros Port Station in Sector Tharma 6. Und Admiral Xiao antwortet. Den werden wir auch noch sehen später. Captain Scott, we were expecting your arrival 2 Earth days ago. Wir erklären die Situation. Yes, sir. We ran into problems. We were following the trail of a slaver network, wie ich sagte, Sklavennetzwerk, das wir versuchen auszuheben, in the Lithoba 1 sector. We infiltrated the base and obtained a crucial part of the information that you asked us for, but our scientists are still unable to decipher it. During our retreat, we were ambushed by an assault fleet. We thought we had left them behind when we arrived at the sector, but we were intercepted. We finally managed to finish off the enemy ships, but 2 of my crew members have lost their lives and the Genesis was practically destroyed. Das muss noch ein anderes... Ach nee, das ist das Schiff, das ist unser Schiff gewesen, die Genesis. Und dann Xiao wieder. I'm sorry to hear that, Captain. We'll give them the sending off they deserve. What is your ship's current status? Our ship is damaged. Currently it is inoperative. As soon as it's repaired, we'll return to the headquarters for the Stellar Summit. As one of the most experienced captains of the Republic, your presence is requested as head escort and reception of our guests. Every governing body of the universe shall be present and will set aside the differences in favor of a new era of peace and prosperity. Ja, nicht wirklich am, also, ne, likely und so. Nicht so wirklich. Werden wir auch noch sehen. Aber ich meine, darum geht's ja, ne? Ich meine, ohne Konflikt wäre ja kein Game da. Don't worry, Admiral, we'll arrive before the visit starts. Und das werden wir. Irgendwie. Okay, wir können jetzt in diesen Laden, zum Laden gehen. Das ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung, aber ja, das ist der Krämerladen, den wir jetzt sind, beziehungsweise in der Raumstation. Ja, das interessiert uns jetzt mal nicht. Wir müssen erst die toten Körper übergeben. Wir müssen sie beerdigen. Wir können da drüber haben, dann verschwindet es. Finde ich ein sehr schönes Feature. Ja, da steht noch ein bisschen was. Pierre Rousseau, bla bla, wir sind stolz und wird nicht vergessen werden. Und bye bye, beerdigen und beerdigen. Dann aus dem Inventar gereinigt. Außerdem, oh, das sind, die Bugs waren beim letzten Mal, als ich es gespielt habe, nicht da, dass die Anzeige-Bugs hier sind. Das ist strange. Aber ja, wir könnten noch ein bisschen Ausrüstung kaufen, brauchen wir momentan nicht. Wir könnten unser Schiff reparieren, unser Schiff ist repariert, weil wir jetzt ein anderes haben. The Anteros Freighter. In order to repair the ship, we'll need an ion reactor. This wouldn't usually be a problem if we had the needed materials, but this isn't the case. We haven't had any news from the space freighter E-32, pulsar repair ship, in 2 Earth days. Her crew isn't answering any hails, and their last coordinates show it nearing an asteroid field known as Anteros Cemetery. We need you to find them. Objective, investigate the area and recover the cargo. Machen wir. Super, wir haben den Auftrag akzeptiert. Und ich glaube, das war es soweit. Wir können uns jetzt noch unser Schiff angucken. Das ist jetzt ein anderes Schiff, wie ihr seht. Es hat weniger Slots, es ist weniger stark und es ist anfälliger für Probleme. Wir haben aber auch mehr Fähigkeiten, was sehr geil ist. Wir haben jetzt noch eine optische Tarnung. Wir haben einen EMP-Puls. Der ist neu. Den hatte ich letztes Mal nicht. Und wir haben einen Minenwerfer. Ich hatte das letzte Mal... Oder hatte ich einen EMP-Puls? Nee, ich hatte was anderes. Interesting, dass das sich ändert. Oder ändern kann. Wir können jetzt dafür allerdings andere Sachen noch kaufen. Andere Geschütztürme. Wir haben nur eine leichte Kanone und 2 schwere Plasmakanonen und einen Nuklearraketenwerfer. Wir können die auch aufrüsten oder sowas, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Eine Gatling-Kanone. Oh, die ist gut. Anstelle der leichten? Wir haben die Kohle. Wir haben die Kohle, weißt du was? Wir müssen die einfach nur dahin ziehen und dann können wir es uns holen. Nehmen wir hier eine Gatling-Kanone rein und verkaufen die leichte einfach. Um was zu verkaufen, seht ihr, brauchen wir einen Slot. Das heißt, wir könnten nur 3 Sachen hier verkaufen. Danach wäre vorbei. Also da muss man auch drauf achten. Der Laden, das hier wird nicht leer, wenn man es nicht kauft. Und Sachen kann man nur verkaufen, solange leere Slots da sind. Und wir könnten hier Beutetruhen lagern. Wenn wir das möchten, aber das möchten wir gerade nicht. Vielleicht sogar für mehrere Playthroughs, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, aber das wäre für mich das Sinnvolle, wenn wir hier die Sachen lagern könnten. I don't know. Oder einfach, wenn wir so viel Inventar haben und so viel hier haben, dass wir das nicht aufmachen wollen. I don't know. Ansonsten macht das Lager für mich keinen Sinn. Aber vielleicht könnte man echt Beutetruhen, zum Beispiel epische Beutetruhen lagern oder legendäre Beutetruhen lagern, um die in einem anderen Playthrough zu nutzen, wenn man eine bessere Situation hat als die derzeitige oder so. Es ist ein Roguelike-Game. Wenn man stirbt, fängt man wieder von vorne an. Muss man halt mit klarkommen. So, das war's. Wir können jetzt, glaube ich, den Laden verlassen. Ja. Everyone to their posts. We must find that missing freighter. Genau.
Captain, wir gehen jetzt. Do you think it could have been an attack? It's strange. If it had been an attack, the security systems would have asked for a security detail from the station and they would have come to its aid. They could have used a signal inhibitor to cut communications. The asteroid cluster where the ship was seen doesn't correspond to any commercial route. Cool, wir haben echt einen Gatling. Under Republic law, restricts commercial routes in order to guarantee the safety of its freighters. This behavior would be a direct violation of Organic Space Law 412, Section 2/08. Ja, der Frachter oder die KI des Frachters hat sich nicht so verhalten, wie sie sollte. Die haben nämlich genauso eine Mai-KI wie wir auch. Werden wir auch noch sehen. Und da jetzt kommt auch noch was Interessantes dazu, was mit diesen Quests hier zusammenhängt. Denn es gibt Entscheidungen, die wir treffen können und die verändern den Ausgang der Quest. Das finde ich ganz cool. Ich wünsche, es gibt noch ein paar andere Events, aber vielleicht kommt das später noch. Weiß man nicht. Ich weiß auch nicht, ob das hier repräsentativ ist für das, wie das Spiel später sein wird. Oder ob das einfach nur ist, um die Story zu erklären, dieser Prolog, und dann mit ein paar Arbitrary Quests oder so, oder halt irgendwie welchen Quests, um die Spielmechaniken einem näher zu bringen, das kann ich nicht sagen. Aber momentan finde ich es cool. Wir können übrigens scannen, wenn wir rechte Maustaste drücken. Mai, can you scan the area? I detect irregular radiation readings coming. Ich warte mal, bis die welche gelabert haben. Let's take a look. Wir können übrigens auch tarnen. Hui, jetzt sind wir unsichtbar. Aha. Das geht aber nicht mit jedem Schiff, habe ich gemerkt. Zumindest hatten sie das letzte Mal in dem anderen Schiff diese Fähigkeit nicht implementiert. Und ich weiß nicht, ob sie funktioniert hat, weil der visuelle Effekt nicht da war. We've found the source of the radiation. Na? We should proceed to scan. Affirmative. Mai, prepare the analysis module. Okay, gescannt. Preparing the scan system. Mit der rechten Maustaste, wie man sieht. It's a fragment of the freighter's calibration reticle. I am 98% positive that the damage and radiation emissions confirm a plasma cannon attack. This looks like the result of an attack. Mai, can you follow the radiation signature? Comparing samples. Similar readings found in nearby coordinates. Establishing. Ja, da müssen wir hin. Dahin müssen wir hin. Aber ich nenne dieses Schiff auch liebevoll die N7. Das war doch das von Mass Effect, oder? Die N7, Schatz? Mass Effect, ja. Sag ich doch. Okay, cool. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass ich hier Scheiße erzähle. Ja, Maliline hat's bestätigt. Ja, und es sieht sehr danach aus, oder? Aber es ist ein cooles Design. Es ist wirklich ein ansprechendes Design, meiner Meinung nach. Und die Lichtquelle hier vorne finde ich auch super cool. Und die ganzen anderen Lichter und sowas. Also es sieht schön aus. Wir haben übrigens auch einen Fotomodus, den sehen wir später noch. Der wird uns auch näher gebracht. Für ordentlich coole Screenshots. Und ich werde wahrscheinlich auch einen davon als mein Thumbnail benutzen, weil ich glaube nicht, dass es hier schon Presskit oder sowas ordentlich gibt. Für die Presse. Und ja, mal schauen. Werdet ihr dann sehen, was für ein Thumbnail ich nehme, ob ich ein Screenshot nehme oder was anderes. Und eigentlich ziemlich cool, denn dieser Fotomodus macht echt schöne Bilder. Oh toll. Hallo. Affirmative. Warum nicht? Commander of the Starship Insurrection of the Pirate Fleet here. I order your immediate retreat. This frigate is now under our control. Surrender or we'll open fire. This is the captain of the warship Genesis of the Interstellar Republic. I demand you halt your activities immediately. Captain Scott? Of the warship Genesis? In that hunk of junk? Also meine Schiffe sehen besser aus als deine, Chef. You asked for it. Crew to arm. Oh, der EMP-Puls ist ja mega cool. Ja, ihr seht, wir sind nicht mehr so stark, wie wir vorher waren. Aber sie sollten jetzt auch Probleme haben, uns auf uns zu zielen. Sie können visuell nicht mehr so gut zielen. Sie sehen uns nur noch auf dem Radar, wenn wir getarnt sind. Ich kann auch eine Mine legen, by the way. Ich glaube, die ist gerade hinter uns. Oh, die ist gerade neben uns explodiert, wie es aussah. Ich kann wieder meine Atomrakete einsetzen. Habe ich schon? Ne, habe ich noch nicht. Interessanterweise ist die nicht mit dem Dings kollidiert, aber mit dem Schiff. Oh, unsere Schilde gehen ganz schön down. So, erstmal richtig schön hier hardcore rausballern. Meine hinteren Schilde sind noch gut. Oh, damn, das hat wehgetan. Ich kriege definitiv mehr Schaden, als ich getan habe, während ich es selbst gespielt habe. Oh well, ist nicht so schlimm. Wir haben mehr als genug Credits am Anfang.
Sollte keinen Unterschied machen. Aua, Raketen. We have to look for survivors and confirm the shipment was in fact stolen. Die haben ganz schön viele Raketen ab hier rumgeballert. Raketen sind ein bisschen doof, weil sie ignorieren Schilde. Komplett. Oh, und da müssen wir boarden. Das werden wir gleich machen. Okay, mehr Loot Crates, denn wir brauchen das später. Ich möchte nämlich mein anderes Schiff mit ein paar Sachen ausstatten. War das alles? Ne, da ist doch noch einer. Aha. Okay, werden wir uns schnell holen. Gehen wir mal voll auf die Triebwerke, damit es ein bisschen fixer geht. Aber nur, weil man schnelleren Vorwärtsschub hat, ist nicht, dass man besser wenden kann. Ne? Da muss man auch dran denken. Also nicht unbedingt immer zu empfehlen. So. Okay, wie findet ihr das Spiel bisher, Leute? Stellt euch einfach mal selbst die Frage. Ich finde es ziemlich cool. Ziemlich spaßig. Hat ein bisschen was von Starpoint Gemini, hat ein bisschen was von X. Also, ja. Ne? Und jetzt sehen wir auch noch was, was es für sich hat, so ein bisschen. You enter what's left of the freighter as the bay doors close behind you. Within it, you find the remains of what used to be an enormous commercial freighter. You can see all sorts of supplies and objects on the floor, accompanied by what were once their crew. After some time searching the corridors, you come to a passageway with two possible paths. Jetzt müssen wir die richtigen Paths wählen. Ich hoffe, es bleibt gleich jedes Mal, weil dann weiß ich, glaube ich, wo es lang geht. Man muss sich immer vor Augen halten, dass hier ist nicht repräsentativ für das Spiel im Endeffekt. Zumindest nicht so sehr. Von den Mechaniken ja, von den, obwohl die sich auch ändern können, aber von dem Spielprinzip her noch nicht so 100%, weil es ist ja noch nicht roguelike. Den Prolog kann es später auch geben, aber es wird dann auf jeden Fall mehr roguelike werden. Wenn man sich das besser vorstellen möchte, kann man sich ein Game anschauen wie Everspace. Das weiß ich doch, glaube ich. Habe ich auch vor einer Weile gespielt. Spiele ich auch immer noch, ist ein sehr cooles Game. Und so in der Richtung wird es wahrscheinlich eher ablaufen. Und weniger so wie das hier. Aber diese Quests werden wahrscheinlich immer noch existieren. In so oder in einer anderen Form. Gehen wir erstmal rechts. Ein anderer Crossway. Bla, wir gehen weiter in das Schiff. Gehen wir nochmal rechts. After walking in circles. Ja, okay. Through the doorframe. Ah ja, okay, wir haben es schon gefunden. Zweimal rechts war richtig. Das heißt, es ist wie vorher, wie beim letzten Mal. Gut. Wir können jetzt einfach da reingehen. Oder wir sagen, ich mag das Gefühl davon nicht. Also, after walking in circles, you arrive at a hallway and a bay door that opens in front of you. Through the door frame and still within the darkness, you are able to make out a faint light. Also, es ist dunkel und wir sehen nur ein schwaches Licht. Klingt nicht sehr gut. Wir wollen da nicht rein. I don't like the feeling of this. Captain, this looks like the protonite shipment. We found it. One of the scientists advances from within the interior of the chamber, leaving you behind. It could be a trap. Oh crap. A robotic voice surprises you. It appears to be the ship's MI system. Intruders detected on board. Awaiting security protocol. Closing bay doors. Und wir haben einen Verwundeten. Na toll. We have no option. We must enter. The scientist looks around, confused. I'm sorry, Captain. It was my fault. The doors close as soon as you enter and the lights turn on. Towards the end of the room, you see the shipment of raw protonites stacked in rows that emit low flashes of light. The AI's voice interrupts once again. Wir brauchen das rohe Protonit, um halt diesen Reaktor zu bauen. Intruders detected in the docking chamber. Opening evacuation base. Halt, we are the crew of the Genesis of the Republic. The AI waits a few seconds and begins to speak again. Opening suspended. Validating credentials. Error, they are intruders. No, I'm Captain Scott. We are here to rescue the freighter. The AI system hesitates for a few seconds. Establishing analysis. Probability of intruders not being identified as intruders 100%. You hear the servo motors of the evacuation bay door screech. Okay then. We are intruders. 0% probability that the intruders are identified as intruders. Establishing analysis. Error. The AI begins to calculate probabilities while it seems confused. Only someone who isn't an intruder would claim they are. If the intruder claims it is an intruder, probability protocol incompatible. As it exclaims different errors, you hear the voice shut down due to a logic error. The bay doors close. You are now out of danger. Remind me never to upset our Mai. Also unsere AI. You load the chest of protonite on the ship and you look for a registry of what could have happened. The engineers search through the few working terminals left, but all the data appears to be corrupt.
We make a security copy to be able to study it later. Wenn wir uns jetzt dafür entschieden hätten, nicht zu sagen, it could be a trap, sondern dann reinzugehen, wäre der Wissenschaftler übrigens nicht verletzt worden, meine ich. Sondern bei mir ist das letzte Mal verletzt worden, als ich das mit den Intruders nicht richtig gemacht habe. Also es gibt halt spezielle Sachen, wo Leute verletzt werden können in diesen Quests, und es gibt verschiedene Sachen, wo man was gewinnen kann dabei. Also das ist ziemlich cool. Und ich mag sowas eigentlich. Wo man so ein bisschen drauf achten muss, okay, was passiert gerade und wie entscheide ich mich. Und das ist ganz lustig. Die haben die 30 Minuten aber schon wieder voll, deswegen mache ich hier einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht diese Chain von Quests noch ein bisschen weiter und danach kriegen wir unser Schiff wieder und wir gehen zu dieser Versammlung der aller Anführer des Universums anscheinend oder dieser Galaxie oder wie auch immer, wie groß dieses Reich auch immer ist. Vielleicht dieses Sektors oder sowas. Und werden an den Friedensverhandlungen teilnehmen. Ich hoffe, ihr findet das Spiel bisher ganz ansprechend. Ich finde es auf jeden Fall sehr ansprechend. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn dieses kleine Angezock weitergeht. Bis dann, Leute. Tschüss. Lasst mir Kommentare und Bewertungen da.